Hallo und willkommen zu dem kleinen kurzen Video. Aus gegebenem Anlass tauschen wir heute den Öldruckschalter hier am 1.6er 16V. Ich erwähne nochmal, Öldruckschalter, nicht Sensor. Ein Schalter funktioniert wie folgt, der kann an 1 oder 0, also an oder aus. Ein Sensor kann irgendwelche Werte dazwischen, also irgendwas zwischen 0 und 100%. Der Schalter gibt also nur an, ob der Öldruck eben in Ordnung ist oder eben nicht. Wenn wir jetzt mal auf den Schalter drauf gucken, da steht 1,2 bis 1,6 Bar. Mit anderen Worten, 1,2 bis 1,6 Bar ist anscheinend der Solldruck und er löst höchstwahrscheinlich drunter und drüber aus. Auslösen heißt in dem Fall, weil wir haben ja auch nur einen Pin hinten dran, er legt Masse vom Gehäuse da hinten drauf. Das probieren wir jetzt einfach mal aus vorne und mal gucken, ob er sich hier im Kombi-Instrument meldet. Das war nämlich die vergangenen Tage schon zweimal der Fall und das ist ein bisschen nervig. Wenn ihr euch den Schalter vorne dann anguckt, den sehen wir gleich, dann erkennt man auch gut, an was das Ganze liegt, nachdem der komplette Schalter vorne unter Öl steht. Gucken wir uns gleich mal. Der Öldruckschalter sitzt hier. Das hier ist der Stecker. Der ist hier hinten, ist die Leitung recht abgeknickt. Ich weiß nicht, ob das ab Werk so ist oder ob der Vorbesitzer schon was geändert hat, aber intelligent ist es auf jeden Fall nicht. Ihr seht, meine Hände sind voller Öl, wo eigentlich kein Öl sein sollte. Wenn ich jetzt den Stecker entriegle, heißt randrücken, entriegeln, abziehen, steht der genauso unter Öl. Keine schöne Sache. Ich gehe mal davon aus, dass der einfach kaputt ist, beziehungsweise ab und an eben kaputt ist, um den zu tauschen. Erstmal hier die Verkleidung runternehmen, habe ich schon in anderen Videos gezeigt, ist ja eigentlich recht einfach, die vier Schrauben lösen, gegebenenfalls noch euer Ansaugrohr, was hier vorne verläuft, abmachen und dann kommt ihr auch schon daran. Dann am besten, jetzt war die Dichtung, dann am besten einen passenden Mausschlüssel dafür verwenden oder irgendwas ähnliches oder eine lange Zündkerzennuss, nachdem eine normale Nuss hier wahrscheinlich nicht drauf passen wird. Jetzt war die Abdeckung hier jetzt ab. Liegt und festgestellt, dass wir keine geeignete Nuss haben, wir brauchen nämlich eine lange 24er Nuss. Und mit so einem Engländer oder wie auch immer das Ding heißt, kommen wir dann auch nicht weiter. Blöd. Ich werde ein Werkzeug auftreiben und dann geht es hier weiter. So, der Fachmann nimmt hier natürlich eine 24er Zündkerzennuss oder wie gesagt einen Maulschlüssel. Beim Rausdrehen darauf achten, da könnte Öl austreten. Beim neuen ist so eine schöne Kupferdichtung dabei, die natürlich auch ersetzen. Die kommt logischerweise hier drauf. So, der neue Öldruckschalter ist drin. Ihr seht auch schön den kupferfarbenen Dichtring. Der ist schön festgezogen. Dabei je nach Fahrzeug das richtige Anzugsdrehmoment natürlich verwenden, demnach vorher informieren. Jetzt kommt noch der Stecker ran. Diesen Kabelschlauch werde ich wahrscheinlich erneuern. Aber das mit diesem Knick gefällt mir sowieso nicht. Naja gut, wenn es kaputt geht, kann ich immer noch die Leitung verlängern. Der alte Schalter ist draußen. Sieht so aus. Anscheinend hier vom Hersteller Germani. Ja. Und ihr seht, überall hängt hier Öl drin. Der ist auf jeden Fall defekt. Ja, den haben wir festgezogen. Jetzt machen wir hier noch einen Stecker drauf. Der natürlich nicht halten will. Okay, warum nicht? Eventuell zu ölig. Müssen wir mal schauen, dass ich den mal mit Bremsenreiniger nochmal spüle und dass das danach ordentlich hält. Vielleicht müssen wir den auch einfach erneuern, der ist sehr steif schon. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.